Ich habe wirklich viele, wirklich, wirklich tolle Lehrer. Dass die so engagiert sind, also das habe ich sonst irgendwie noch nie irgendwie erlebt, aber wir haben so viele Projekte gemacht, jetzt im Kulturbereich, auch im Sportbereich. Ich habe noch nie mitbekommen, dass eine Klasse keinen Fußball gespielt hat. Also Fußball ist sehr beliebt an dieser Schule. So in der 5. Klasse kann man sich halt für die Sportklasse bewerben. Das ist so, dass die meisten Mädchen Einrad fahren und die Jungs Fußball spielen. Einmal im Jahr findet ein Musical statt. Das lässt sich ein bisschen mit dem Eiskunstlaufen vergleichen. Also man hat eine Musik, man hat ein Kostüm und dann fährt man dazu eine Kür. Man muss es selbst schauspielern, man muss die Kulissen machen. In der Thala sind viele verschiedene Sportgeräte. Unsere Klasse drin übernachtet, weil wir 10 Sterne hatten. Dann kriegt man eine Belohnung. Zum Beispiel gibt es da einmal das Teamtrack. Das kleine Kabinett mit den Spiegeln und das Bällebad, wenn es offen ist. Wir waren in der Projektwoche in der Hafen City. Da waren wir in der Elbphilharmonie. Wir haben eine Radtour gemacht, mehrere. Unter anderem auch zum Ella Kulturhaus. Und wir haben auch schon eine HVV-Rallye gemacht. Da sind wir mit der U-Bahn und im Bus durch ganz Hamburg gefahren und mussten dann verschiedene Fragen beantworten. Auf der Klassenreise haben wir ein Floß gebaut. Da war die ganze Klasse dran beteiligt. Also wir haben Fässer genommen und wir haben Seemannsknoten gelernt. Und wir haben noch Holzstäbe und Holzplatten und daraus mussten wir das Floß machen. Und dann war es schwierig, erst mal abzulegen mit so vielen Leuten. Wir sind auch immer wieder zurückgetrieben wegen dem Wind. Aber am Ende haben wir es dann doch ein bisschen geschafft. In Navi, da haben wir jetzt 2 Wochen mit Mäusen gearbeitet. Und die mussten dann auch ganz oft durch so ein Parcours klettern. Also wir sollten die so in ein Laufrad, sage ich jetzt mal, packen. Und dann sollten wir messen, wie viele Runden die läuft und das dann sozusagen übertragen in Meter. Und das war irgendwie cool, auch mal nicht jetzt einfach so sich die Tiere vorzustellen, sondern echte Tiere zu haben, mit denen man forschen kann. Und halt auch die Austauschmöglichkeiten mit anderen Ländern. Ich bin mit meiner Austauschpartnerin in Chicago immer noch fast täglich in Kontakt. Und man kann halt in alle Richtungen was machen. Also er fand ja auch deine Naturwissenschaften so toll. Man hat jede Möglichkeit, das zu machen, was einen interessiert.